Ja, moin, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Grüße aus Hamburg. Ich habe da drüben auch schon unseren kleinen Blog gehört und hoffe, dass gleich hier auch der Saal noch mal ein bisschen in Wallungen kommt. Ich möchte, bevor ich starte, meinen ganz herzlichen Glückwunsch an den neuen Bundesvorstand aussprechen. Das war saustark und ich habe jetzt noch mal mehr Bock, muss ich ganz ehrlich sagen, für den Parteirat zu kandidieren. Es ist mein erstes Mal. Und ich freue mich einfach sehr, wenn ich in dem Parteirat euch unterstützen kann, den Bufo auf seinem Weg Kraft nach vorn unterstützen kann. Und deshalb nochmal meinen ganz herzlichen Glückwunsch an euch und auch ganz vielen Dank an Anja und Anna für den Mut, dass ihr hier heute kandidiert habt. Das waren starke Bewerbungen von euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das erst der Anfang ist, hier ist so viel Aufbruchsgeist im Raum, dann kann sich Sarah Wagenknecht mal richtig gehackt legen mit ihrer neuen winken Bewegung. Denn mehr Bewegung als hier erlebe ich im Moment nirgendwo in der Republik. Und wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir haben vorhin gehört, aus den ostdeutschen Ländern, aus vielen strukturschwachen Regionen, wo sich Menschen aus der Demokratie verabschieden. Und dann sehen wir das Gewürge in Berlin, kollektive Bocklosigkeit. Und was setzen wir dem entgegen? Diesem Bundesvorstand und hoffentlich einen starken Parteirat und viel, viel Support aus den Ländern und aus den Kommunen, um die Grünen wieder zu der Kraft zu machen, die sie sein muss, nämlich nach vorn gerichtet und kreativ mit Mut und Optimismus, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich möchte gern meinen Beitrag dazu leisten. Wir regieren in 9 Ländern. Ich nehme fest an, dass Hessen noch eine Schippe drauflegen wird und dass Bayern im Herbst dazukommen wird. Dann sind wir 10, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Damit tragen wir jetzt schon in mehr Ländern Verantwortung für Bürgerinnen und Bürger, als es die SPD tut. Und das ist doch keine Bürde, sondern das ist ein massiver Reichweitenverstärker, den wir haben. Und den brauchen wir auch, weil Verantwortung eben nichts Abstraktes ist, sondern was sehr Konkretes. Und ich habe das auf eine so intensive Art und Weise gespürt im Sommer 2015. Und ich bin mir sicher, ihr erinnert euch alle daran, dass buchstäblich die Welt über uns einbrach. Ich war knapp im Amt, ein paar Wochen im Amt, und dann kamen die Flüchtlinge. Und dann spielte es plötzlich keine so große Rolle mehr, was wir irgendwann mal in Programmen verabschiedet haben oder auf Parteitagen debattiert haben. Dann ging es darum, konkret zu entscheiden, konkret zu handeln. Wie viele Menschen kommen heute? Wo bringen wir sie unter? Wo werden sie bleiben? Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben, auch im Kreise der stellvertretenden Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und natürlich auch der regierenden Länder, zusammen mit dem Bundesvorstand, zusammen mit der Fraktion. Und ich hoffe einfach, und das wird uns auszeichnen und stark machen, dass diese Vielfalt, die wir haben in der Partei, die Entscheidungsmöglichkeiten auf allen Ebenen, dass wir die vernünftig zusammenführen, dass wir uns noch besser vernetzen, dass wir auf Zack sind, exzellent verdrahtet über den Parteirat in Unterstützung unseres Bundesvorstandes als neues Kraftzentrum. Denn darum wird es doch gehen. Das eine in Berlin mit dem Konkreten in den Ländern, mit dem in den Kommunen zusammenzubringen. Und da habe ich einfach Lust drauf. Ich bin jetzt seit gut 2,5 Jahren zweite Bürgermeisterin in Hamburg, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Und ich kann euch sagen, dass man aus einer Verantwortung Dinge bewegt und verändert, Strukturwandel gestaltet. Die Frage, wie entwickeln sich Städte? Wir hatten eben den Antrag zu bezahlbaren Mieten. Auch darum wird es gehen. Ich habe also Lust, an einem neuen Gerechtigkeitsbegriff mitzuarbeiten. Ich habe Lust, das neue Grundsatzprogramm mitzugestalten für eine grüne Republik, für Mut und für Optimismus. Und das bin ich, eine unerschütterliche Optimistin. Es ist ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr, wetterfest und sturmerprobt zu sein, wenn man aus dem Norden kommt. Kommst du bitte zum Ende? Aber das bringe ich mit in die Arbeit und ich freue mich sehr über eure Unterstützung. Vielen Dank.